Was singen wir? Die Frage können wir betrachten wie eine Ellipse mit zwei Brennpunkten. Denn was wir singen, bestimmt sich einerseits von der Frage her, als wer singen wir das, was wir singen? Wer sind wir selbst, die wir komponieren, dichten, vortragen, spielen und vorsingen? Und dann der zweite Brennpunkt, als die, die wir sind, was singen wir da? Inhaltlich, gattungsmäßig. Beginnen wollen wir mit dem ersten, der Frage, wer sind wir denn, die etwas singen? Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil wir nicht einfach etwas sind, sondern als Menschen sind wir im Werden. Wir sind im Werden nicht nur als Ich, sondern immer in Beziehung. Wir kommen aus Beziehung, wir leben in Beziehung und sind bestimmt für Beziehungen. Der Beginn unseres Lebens ist eine symbiotische Beziehung. Darunter verstehen wir eine Beziehung, die schon Beziehung ist, ein Wir, aber nicht partnerschaftlich erwachsen, sondern mit einem Gefälle. Wir sind angewiesen auf unsere Mutter, auf unsere Eltern. Wir sind angewiesen in der Jugendarbeit auf unsere Vorbilder, auf die Gruppe. Es ist also schon ein Wir, eine Beziehung, aber noch eine unreife Beziehung, die wir freilich genießen können, weil wir darin geborgen sind, weil wir sicher sind, weil wir Kontrolle und Orientierung haben. Das gilt auch für den Glauben, den wir deshalb den Kinderglauben nennen. Die Erfahrung, die uns hoffentlich geschenkt wurde als Kindern oder eben als Erwachsene, dass das zum Glauben kommen zunächst eine symbiotische Erfahrung war, eine Glückserfahrung, ein Erleben, das musste man nicht machen, ein Überwältigtsein, ein Dazugehörigsein. Und diese Überwältigung, diese Freude, das Getragensein, das ist ein Kindsein, das wir uns ein Leben lang erhalten sollten. Warum Jesus auch sagen kann, ihr werdet als Erwachsene das Reich Gottes nicht anders ererben, als eben wie Kinder, voraussetzungslos und bedingungslos. Freilich, und das ist das Entscheidende, wir können als lebendige Wesen, Beziehungswesen nicht stehen bleiben. Die Phase des symbiotischen, noch naiven im Sinne von vorkritischen Glaubens, ist keine Perspektive auf dem langen Weg bis zum Himmel, sondern der Glaube will erwachsen werden. Wir sollen erwachsen werden. Und so kommt in jedem Leben hoffentlich eine Krise des Kinderglaubens. Die kann ganz verschieden aussehen. Die Extremform ist, dass jemand sich radikal von allem Früheren distanziert. Eine Extremform, in der manche verharren bis zum Ende ihres Lebens, in der Negation, in der Abgrenzung. Dann definiere ich mein Erwachsensein, indem ich ein Post vor etwas setze. Dann bin ich postevangelikal, postcharismatisch, bin ich postkritisch. Ich definiere mich, ich grenze mich ab. Es gibt aber auch eine andere Form, der man es nicht gleich ansieht, dass sie unreif ist. Und das ist die aus Angst vor der Veränderung und Herausforderung, aus Angst vor Kontrollverlust und Orientierungslosigkeit, festzuklammern an einem Status, in den ich eigentlich gar nicht mehr gehöre. Und dann klammere ich und ich werde kritisch, definiere mich durch Ausgrenzung auf der anderen Seite. Ein Zurückbleiben. Und es kann sein, dass ich mich in meiner Bildung, in meinem Beruf, in meiner Verantwortung, in allen Gebieten weiterentwickle, offen werde, kompetent werde, Übersicht habe, aber im Glauben plötzlich kippe ich zurück. Das sind Menschen, die suchen sich Gemeindestrukturen, die autoritär sind. Sie sind in der Firma selber der Chef,
aber sie fühlen sich geborgen, wenn ihnen im Glauben gesagt wird, hier geht es lang, das ist richtig, wer das nicht tut, fliegt raus. Autoritäre Gemeindestrukturen. Es ist ein regressives, ein zurückgebliebenes, zurückschreitendes, ängstliches Christsein. Nun mögen wir einmal nach rechts und einmal nach links geguckt haben und uns in beidem nicht wiederfinden. Das liegt daran, dass die meisten Christen nicht so extrem reagieren, sondern ihr Kinderglaube, ihre erste Liebe, ihre erste Leidenschaft, sie schlummert eigentlich mehr ein. Sie verliert an Bedeutung. Man hat ja so viel andere Herausforderungen. Und dann spaltet man den Glauben ab und er ist zurückgenommen. Ob wir aggressiv auf unsere Vergangenheit schauen und nur abgrenzend von unserer Kindheit, von unserer früheren Frömmigkeitsprägung her bestimmt sind. Oder ob wir ängstlich sind, die Kontrolle zu verlieren und ganz aggressiv werden und definieren und ausgrenzen in einem zurückgenommenen Weg. Oder aber, ob wir einfach ehrlich feststellen müssen, ja, wir sind gewachsen, wir sind gereift, aber, und das fragen uns ja oft dann junge Christen, wo ist die Leidenschaft geblieben? Und deshalb unser Plädoyer. Es geht nicht darum, das Vergangene abzuwerten. Und Menschen, die immer nur in Abgrenzung leben vom Vergangenen, sind eben nicht versöhnt. Nein, das Kind-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Eltern-Ich, sie sollen zusammenkommen. Die Spontanität, die Vernunft und die Verantwortlichkeit und Fürsorge. Was bedeutet das? Durchzudringen zu einem eigenständigen Glauben. Erwachsen werden in der Unabhängigkeit von anderen. Und zu erkennen, dass wir nicht nur erwachsen werden im Verhältnis zur Gemeinde, zu unseren Eltern, unserer Herkunft, sondern auch erwachsen werden in unserem Verhältnis zu Gott. Für die meisten beginnt die Gottesbeziehung symbiotisch. Ich glaube an Gott, weil ich dort Geborgenheit, Trost und Antwort finde. Ich bete nicht zu Gott um Gottes Willen, sondern weil ich ein Anliegen habe. Ich habe eine Not, ich habe eine Bitte. Oder selbst wenn ich lobe, habe ich die Erwartung, dass es mir anschließend besser geht als vor dem Anbetungsgottesdienst. Das Durchdringen zu Gott selbst. Und so wie es für eine Partnerschaft so notwendig ist, den anderen nicht zu reduzieren auf meine symbiotischen Fantasien, der sie ist für mich da, wann immer ich sie brauche, wenn ich schwach bin, muss sie oder er stark sein. Und ist es andersrum, dann soll sie entsprechend sein, zu erkennen, Gott ist der Andere. Er ist das Du, nicht die Verlängerung meines Ich. Biblische Beispiele stehen reichlich im Raum. Hiob, der so Korrekte, der so leidenschaftlich Glaubende, ihm wurde der Kinderglaube zerschmettert durch Schicksalsschläge, die er bekam. Alle Deutungen seiner Freunde. Er hat sich von Philosophie über liberale Theologie bis hin zu charismatisch fundamentalistisch orientiert. Alle Antworten zerbrachen. Sie hatten kein Wegerklären seiner Not. Er musste sich der Wirklichkeit stellen. Da bleiben viele stehen, viele Kollegen von mir. Sie meinen, sie seien darin erwachsen, dass sie einfach nur alles Alte zerschlagen und ihre Vernunft dafür nehmen, nicht mehr leidenschaftlich glauben zu müssen. Nein, Hiob begegnet Gott selbst. Und es ist nicht der mütterliche, der väterliche Gott, nicht der, der Tränen abwischt. Gott offenbart sich in seiner faszinierenden Andersartigkeit, Herrlichkeit und Größe. Und Hiob kommt dazu zu sagen, ich habe bisher Gott nur vom Hörensagen vernommen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Die Jünger, leidenschaftlich folgten sie in Kinderliebe und
jugendlichem Schwung Jesus nach. Symbiotisch. Noch auf dem Weg zum Kreuz haben sie sich gekäppelt, wer jetzt zur Rechten und zur Linken des Messias sitzt. Sie waren mit sich beschäftigt, ihr Glaube war auf sich bezogen. Es zerbrach alles. Und da hat weder ein Kirchengesangbuchlied geholfen, noch ein pietistisch altes Lied, das das Leiden schon groß singen kann, noch hat die charismatische Bewegung ihnen geholfen. Das Grab hat ihren Glauben zerschmettert. Und der Auferstandene kam nicht, um alles zurückzunehmen. Die Auferstehung ist nicht die Verdrängung des Leidens und des Kreuzes, sondern deren Überwindung. Sie wurden erwachsen im Glauben. Als wer singen wir was? Ja, ich versuche mal die Linie fortzuführen und dann wird Arne das noch weiter tun. Und dann werden wir noch ins Gespräch gehen. Also mir scheinen diese drei Phasen, die wir jetzt auch im Vorfeld noch mal intensiv besprochen haben und auch in den Jahren vorher immer schon wieder mal im Austausch, die aufgeleuchtet sind, sehr bedeutsam für unsere Liedkultur, ja, indem wir noch mal schauen, was... Wo sind wir schon gut? Was fehlt uns noch? Welche Art von Menschen haben wir eben vor uns, auch wenn wir Lieder für andere schreiben? Erlaub mir noch kurz zwei Vorbemerkungen und dann werde ich nochmal auf meine Art auf die drei Phasen eingehen. Die erste Vorbemerkung, es ist suboptimal, dass wir als drei Herren hier sitzen. Ja, ich freue mich über alle Frauen, die hier sind, als Songwriterin, als Menschen, die Lieder aussuchen und Entscheidungen treffen, was wir singen. Wir brauchen euch, ihr lieben Frauen, und wir brauchen mehr davon. Also das ist, spiegelt leider die Wirklichkeit wider, aber ja. Dann zweite Vorbemerkung. Wir haben eben von dem Geheimnis Gottes gesungen. Auch Songwriting, der kreative Prozess Create, bleibt ein Geheimnis. Ich verstehe diesen Kongress so, dass er einen Rahmen setzen kann, vielleicht auch mal einen Rahmen sprengen kann, damit wir an dieses Geheimnis näher rankommen, an die Inspiration, aber sie bleibt letztlich unverfügbar. Also man kann alles Richtige lernen und doch vielleicht kein schöner Song kommt dabei raus und manchmal kommt er ganz spontan und im Traum und ich weiß nicht alles. Also es ist letztlich eine sehr unexakte Wissenschaft, das Songwriting. Es hat mit dem ganzen Menschen zu tun und ich finde es einfach super, dass wir jetzt hier Zeit verbringen, die auf unterschiedliche Art und Weise unsere Werkzeuge schärfen kann, unser Mindset, eben den Rahmen setzen vielleicht. Hier in die Richtung, das könnte helfen, noch stärkere Songs zu schreiben. Hier ist ein Thema, was wichtig ist. Vielleicht aber auch den Rahmen zu sprengen. Wow, ein Gemeindelied, ein Worship-Song muss ja gar nicht so sein wie all die anderen, die wir gerade singen. Er kann auch ganz anders sein. Also spürt doch mal rein, wo muss dieser Rahmen gesetzt und worauf muss er auch wieder gesprengt werden. So, jetzt haben wir die drei Phasen, die, nennen Sie mal die naive, die kritische und die integrierende letzte, ja, die wir natürlich anstreben und trotzdem will ich die ersten beiden gar in keiner Weise abwerten, alle sind sehr wichtig in der Worship-Szene und ich weiß, wir sind jetzt hier ein bisschen breiter unterwegs, ja, Gemeindelied finde ich sehr gut, dass wir das erweitern, Worship ist nur eine Farbe von vielen, die wir hier haben. In der Worship-Szene sind wir noch weitgehend in der ersten Phase. Auch wenn es jetzt schon 30, 40 Jahre ist. Und es muss ja vielleicht auch so sein. Auch gestern Abend, nehmt es mir nicht übel, ich weiß nicht, wer die Songs rausgesucht hat, es ist ja auch am ersten Abend, willst du positiv sein. Und so machen wir, vor dieser Frage stehen wir ja jeden Sonntag, die wir Lieder aussuchen. Wie können wir die Gemeinde erheben, wie können wir einen Start haben, wir können den Blick erstmal auf Gott richten. Und dann singen wir eben höher und größer und vom Sieger. Und das bleibt in gewisser Weise auch diese einfache Welt. Und die ist auch in der Liturgie verankert. Ja, tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, heißt auf Deutsch, du allein bist heilig, du allein bist der Herr, du allein der Höchste. Was habe ich zitiert? Das liturgische Gloria, seit dem 2. Jahrhundert singen das die Christen. Also die ganze Zeit. Ja, und auch wenn wir jetzt von Komparativ und Superlativ singen, das ist gut biblisch und gut liturgisch verwurzelt. Ja, Gott ist der Größte. Aber jetzt müssen wir ehrlicherweise sagen, das ist natürlich auch ein gutes Gefühl,
im Team des Größten mitzuspielen, ne? Im besten Fußballteam. Ja, Bayern München, das ist natürlich, Bayern-Fan zu sein, das ist, macht Spaß. Ganz klar, ne? Jetzt kriegst du wieder den jetzt ziehst du die Opportunismuskarte. Ich bin Bayern-Fan geworden, als sie 13. wurden, 1977, so nämlich. Okay, okay. Also, wir brauchen eine Selbstvergewisserung unseres Glaubens in dieser ersten Phase und die bleibt uns. Und ich finde es auch gut und wichtig, dass wir immer wieder zu Gott kommen, zu sagen, ja, ich habe es mit dem Gott zu tun, der vollkommene Liebe ist, der mich als Vater und Mutter vollkommen annimmt. Und ich verstehe auch die drei Phasen so und ich denke, wir alle, dass sie sich nicht ablösen, sondern dass sie aufeinander aufbauen. Wir bleiben also die kindlich Empfangenen und die im Blick auf Gott auch ganz naiv Glaubenden, ja, wo wir sagen, jetzt ist mal alles ganz klar und alles ganz einfach. Gott ist Gott und ich bin der Mensch, der ganz von ihm abhängig ist. So, aber jetzt hat eben Hans-Joachim zu Recht gesagt, die meisten von uns bleiben nicht in dieser ersten Phase. Und damit habe ich viel zu tun in den letzten Jahren. Menschen kommen zu mir und sagen, Albert, ich kann Lobpreislieder nicht mehr hören. Ich gehe am Sonntag nicht mehr in Gottesdienst, ich gehe lieber in den Wald und finde da Gott und so weiter. Und das bewegt mich wirklich, weil wir das liegt nicht nur an der Liedkultur, das liegt es fängt vielleicht früher an in der Theologie und in manchem, aber es spiegelt sich in der Liedkultur wieder, dass wir den Menschen nicht so viel anbieten können für diese kritische Phase und auch Menschen verlieren. Dekonversion ist ein großes Thema. Wir sollten uns nicht nur Gedanken machen, wie kommen Menschen zum Glauben, sondern auch, wie behalten Menschen ihren Glauben. Ich sehe meinen Dienst und die Songs der letzten Jahre eigentlich fast überwiegend unter dieser Überschrift, ja, meine Aufgabe ist es vielleicht nicht so sehr, an der Speerspitze zu sein und hier Evangelisation oder wie können wir noch wilder die jüngste Generation erreichen, sondern nein, die jetzt schon eine Weile mit Gott unterwegs sind, welche Art von Lieder brauchen wir, damit wir weiter und tiefer diesen Weg des Glaubens gehen können. Das ist gut und wichtig, auch die ihr in diesem Bereich euch investiert. Das ist eine große und vornehme Aufgabe, Menschen zu begleiten auf diesem Weg durch ihr Leben, durch die Phasen des Glaubens. Mir kommt so vor, als ob die dritte Phase jetzt schon immer wieder mal anklingt, die auch in vielen alten Chorälen zum Ausdruck kommt, dieses sowohl als auch, ne, Paul Gerhardt, der dann erstmal das Leid beschreibt und zum Schluss aber dann doch bei der himmlischen Herrlichkeit landet. Wir haben spätestens seit Blessed be the name of the Lord, Matt Redman, yeah, you give and take away. Also es wird schon auch thematisiert, da gibt es was Schweres, da gibt es das dunkle Tal, da gibt es den Regen und dann kommt erst wieder die Sonne. In vielen Liedern so ein bisschen dieses Schillernde. Aber es ist dann immer schon die Lösung da, die Überwindung. Gott, aber du Gott, also das Ende vieler Psalmen, ne, wird so ein bisschen vorweggenommen. Und ich sage jetzt mal kritisch, das ist jetzt mein Punkt, so ein bisschen, den ich betonen will. Wir springen manchmal zu früh in die dritte Phase. Ja, man nennt das, bei Kindern nennt man das altklug. Ja. Wisst ihr, was ein altkluges Kind ist? Es ist lustig, aber manchmal auch nervig, wenn man zu früh erwachsen werden will. Ne? Wenn man sagt, ich habe aber hier gelesen und ich weiß, wie das geht. Nein, ich glaube, wir dürfen uns manchmal auch Jahre und viele Bücher und Diskussionen und dunkle Phasen des Glaubens Zeit nehmen, um wirklich das nochmal zu durchdenken. Stimmt das überhaupt alles, was ich da singe? Vielleicht bleibt mir da manchmal ab angesichts dieser höher, tiefer, weiter, Sieger, manchmal das Wort im Mund stecken und sagen, erlebe ich das jetzt? In der Corona-Zeit zum Beispiel, ich habe auch einen Beitrag geliefert zu einem Album, Psalm 91. Ich habe gehört, also ganz viele Menschen hat der Psalm 91 sehr getröstet, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt. Und ich habe mich gewundert, dass wenig diese Spannung, diese Diskrepanz gespürt haben. Später im Psalm heißt es, und wenn fallen auch 1000 zur Linken und 10.000 zur Rechten, mich wird es nicht treffen. Ja, Psalm 91. Ganz kindlich, ganz naiv. Und ich finde das schön, das ist wirklich das Vertrauen auf Gott. Aber es stimmt ja nicht in dieser Zuspitzung. Es hat viele getroffen. Ja, so gläubig sie sein mochten. Menschen haben Long-Covid bekommen, Menschen sind gestorben, Verwandte, es sind schlimme Sachen passiert.
Also so einfach ist es nicht, ihr Lieben. Und jetzt brauchen wir noch andere Lieder. Jetzt brauchen wir Fragen, Klagen, offenes Ende. Ja, es gibt ein paar Psalmen, wo am Schluss nicht das Aber, du Gott, kommt, wie in vielen, wie auch Psalm 22, der gestern schon erwähnt wurde, warum hast du mich verlassen? Und am Ende, aber du Gott. Psalm 88 zum Beispiel, kein gutes Ende. Einfach nur, Gott, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist. Es ist alles schwierig. Können wir das aushalten? Können unsere Lieder das aushalten? Können wir statt Dur und positivem Ende auch mal was offen lassen, was im Moll lassen? Als Künstler fände ich das schön. Ich genieße große Geschichten, die nicht zu naiv sind. Ja, wo Gut und Böse nicht klar verteilt sind. Ja, Herr der Ringe zum Beispiel ist mir eigentlich ein bisschen zu schwarz-weiß. Aber diese kleinen Momente, wo dann der Frodo als der Gutherzige, der den Ring trägt, dann doch mal in die Versuchung kommt und oh, fast das Böse aus seinen Augen rauskommt. Oh, das sind die erschreckenden Momente, wo ich merke, ja, so sind wir Menschen, schillernd. Und ich finde diese Stellen in der Bibel, wo was kippt, auch faszinierend. Das sind für mich auch Stellen, die mich in der zweiten Phase begleiten. Zum Beispiel David, der große Held David, der große Worship-Leiter, wird von Nathan überführt. Ja, die Geschichte, dieser furchtbar ungerechte Mann, der dem Kleinen noch das Lämmchen wegnimmt. Und David sagt, dieser Mann, der soll sterben. Und dann sagt Nathan zu ihm, du bist der Mann. Da kippt es, da wird der Held plötzlich zum Sünder. Oder andersrum, Jesus geht zu der Frau, die da gesteinigt werden soll, die Ehebrecherin, und sagt, und sie hat gesündigt, ne? Sagt dann auch später, sündige nicht mehr, und sagt, auch ich verurteile dich nicht. Wenn die Helden plötzlich die Schurken sind und die Sünder plötzlich die Geheiligten, dann kommt diese schillernde Kraft zum Vorschein. Die Dinge sind nicht so einfach, sondern wie sie scheinen. Ja, das Gebrochene, in dem Gott wirkt. Wow, wir hätten so viele Themen für die zweite Phase. Deshalb ist das jetzt mal mein Plädoyer meines Einstiegs zum Schluss. Nicht schon zu früh zur dritten Phase zu gehen. Auch da brauchen wir Songs, sowohl als auch. Aber auch die kritischen Lieder, das Kyrie, das Herr erbarme dich, da gibt es was nachzuholen. Wisst ihr, was des Deutschen... Ja, einmal, danke. Wisst ihr, was statistisch des Deutschen liebstes Genre ist im Moment? Schlager. Schlager ist das meist konsumierte Genre in der deutschen Musik im Moment, und die Sales, wenn man so will, auch die Klickzahlen geben das entsprechend her. Und das ist ja interessant, wenn man das mal anschaut, was Schlager eigentlich ist. Schlager ist überzeichnete Realität. Oder anders, Schlager ist der Versuch, ein bisschen heile Welt in eine überwiegend kaputt empfundene Welt hineinzubringen. Und manche Leute sagen ganz bewusst, wenn sie Musik hören wollen, ich gehe in ein Konzert, um mal eine halbe Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden all das hinter mir zu lassen, was in meinem Leben ist an Schmerz, was in meiner Umgebung ist an mir dran. Ich will in diesen zwei Stunden auftanken für die Seele. Ich habe das Glück, Songwriter zu sein und Worship-Songwriter, also beides zu tun. Lieder über das Leben zu schreiben und auch Lieder zum gemeinsamen Singen im Gottesdienst zu schreiben. Und wenn ich so Konzerte gebe, wo beides drin vorkommt, habe ich manchmal Leute am CD-Tisch stehen, die sagen, Arne, du hast so wunderbare Bilder für das Leben gefunden, und dann kaufen sie eine Worship-CD. Und wenn ich dann manchmal frage, du hast doch gerade gesagt, ich hätte so tolle Texte über das Leben gesungen, dann kriege ich manchmal die ehrliche Antwort, weißt du, in meinem Leben ist schon so viel Kaputtes, in meinem Leben ist schon so viel, was irgendwie, wo ich mich zwischen den Polen hin und her gerissen fühle, dass ich im Lobpreis etwas finde, was mir Hoffnung gibt, was mich ausrichtet, was mir Freude gibt. Und deswegen will ich das zu Hause hören, wenn ich denn Musik höre.
Problem ist nur, ich sprach eben davon, Schlager ist überzeichnete Realität. Ist etwas nehmen, was an sich wahr ist und es dann aber so ausschmücken und so photoshoppen, so bereinigen, dass man am Ende nicht mehr das Gefühl hat, das trifft die Wirklichkeit wirklich, sondern eher ein Idealbild. Und es wird die ganze Zeit von einem Idealbild gesungen, dem wir aber nicht gerecht werden. Und jetzt wird es schief. Was passiert, wenn wir über unsere eigene Nachfolge in denselben Superlativen singen, in denen wir von Gott singen? Und ihr müsst wirklich euch mal die Mühe machen, in der neueren Lobpreiskultur, in der neuen Lobpreisliteratur nachzulesen, wie viel Superlative in Bezug auf die eigene Nachfolge in den Songs drin sind. Ich gehe mit dir durch dick und dünn. Ich gebe dir alles hin. Du bedeutest mir alles. Was heißt das für meine Frau? Bedeutet die mir dann nichts? Wenn Jesus mir alles bedeutet, bedeutet mir meine Frau nichts. Ich finde das wichtig, das mal zu sagen, weil dieser Satz nämlich so eine Schwarz-Weiß-Färbung hat, in der die, was wir daran lieben, ist Radikalität. Wir lieben den Gedanken, dass Menschen alles für Jesus geben, vor allem in so einer bestimmten Phase, gerade so Anfang 20, gerade in so einer intensiven Phase, wo ich mein Leben ausrichten will und bauen will. Und wisst ihr, das Interessante ist, wir haben von drei Phasen gehört. Die zweite Phase wird beschrieben, wenn man es mal in dem Bild nimmt, von der Raupe, die sich zum Schmetterling wandelt, in einer Phase der Verpuppung. Also wenn ihr kennt das Bild ungefähr, Gestaltenwandlung von der Raupe zum Schmetterling, und da gibt es so eine Übergangsphase und in der sind die Flügel verklebt und es ist so ein hässlicher Haufen, der ist irgendwie gar nicht richtig zu identifizieren, der ist nicht bewegungsfähig, der macht gar nichts. Und ihr habt vielleicht auch mitbekommen, dass es im Moment diese große Debatte gibt, manche nennen das Dekonstruktivismus im Glauben, also dass man gewisse Sachen hinter sich lassen kann. Im Prinzip der Ausdruck dieser zweiten Phase. Und die Leute sagen, ja, wollen wir das denn? Wollen wir den Leuten das wirklich zusingen, dass es so Phasen gibt, wo du nicht weißt, wo es hingeht, dass du dich nicht beweglich fühlst, dass du nicht das Gefühl hast, du hast mir die Sicherheit der ersten Phase, aber du bist auch nicht da durchgekommen und hast eine neue, vielleicht zweite Vertrauenswürdigkeit Gottes erlebt oder eine zweite Naivität gefunden darin, die Fragen alle zu kennen, sie nicht klären zu können, alle und trotzdem zu sagen, und dennoch bleibe ich an dir, denn du hältst mich immer an deiner Hand und selbst wenn mir Leib und Seele vergehen, bist du doch alle Zeit meines Lebens Trost und Teil, wie es Psalm 73 sagt. Und da kommen wir zu diesem Psalm und jeder von euch, der die Psalmen kennt, die 150 Psalmen, weiß, dass es eine riesige Diskrepanz gibt zwischen dem Psalm und unserer Worship-Kultur. Weil wir es geschafft haben, 65 Klagepsalmen fast gänzlich rauszurevidieren aus unserer Worship-Kultur. Weil wir Angst haben davor, dass es einfach nicht sexy ist, zu sagen, ich folge dir nicht 100%, ich gebe nicht alles für dich, sondern ehrlich zu sagen, ich bin auf dem Weg des Vertrauens. Ich mache zwei Schritte vor und einen zurück. Und die Frage ist, wie können wir, und jetzt spreche ich euch als Songschreiber an, wie können wir Songs schreiben, die so prosaisch sind, so schön sind, dass man sie singen mag, obwohl sie einem die bittere Pille verkaufen, dass unsere Nachfolge nicht genauso heilig ist wie Gottes. Dass unsere Vertrauensseligkeit in Gott nicht so ausgeprägt ist, dass wir nicht fallen können. Dass wir nicht ständig seine Verheißungen ergreifen. Wir haben Angst vor dieser Verpuppung und darin stehen zu bleiben. Und wie Hans-Joachim vorhin schon sagte, manchmal laufen wir lieber zurück und nehmen lieber diese vermeintliche Sicherheit, dass alles ist gut, obwohl wir eigentlich wissen, wenn wir unsere Welt anschauen, ich sage nur, Zerstörung so groß wie unser Land, in unserer direkten Nachbarschaft. Es schreit zum Himmel. Und wir können uns den Luxus nicht leisten, nur Lieder zu singen im Gottesdienst, die Gott groß machen, so als ob sie diese Welt gar nicht wahrnehmen und das, was daran zerbrochen ist und was um Erbarmen schreit, wahrzunehmen und trotzdem neuen Lieder zu singen, die sagen, du bist der Sieger, du bist der Würdige, du bist der Machthaber, du hast alles in deiner Hand und man bleibt dabei stehen und kann die eigene Ohnmacht nicht artikulieren und die eigene Wut, die man empfindet darauf, dass das Leben so ist, dass Menschen zerbrechen und dass diese Welt ein Auslaufmodell ist.
Wie geht es also, dass wir nicht auf Not und auf Trauer mit Weltflucht reagieren? Denn manchmal ist genau das der Fall. Lobpreis ist manchmal Weltflucht vor den Dingen, die wir empfinden und für die unser Herz blutet. Und einige von uns empfinden, das Herz von uns blutet, weil Gottes Herz blutet dafür. Deswegen müssen wir diese Dinge ausdrücken können. Wir dürfen nicht in der Verpuppung bleiben, also in dieser Erstarrung, sondern wir müssen Worte finden, in denen Trost ausgedrückt werden kann, in denen Menschen eine Heimat finden in Gott, die durch das Leid hindurchgehen kann und die nicht sagt, ich kann nur durch im Prinzip Leidverweigerung oder das Leid wegdrücken oder sagen, in dieser heilen Weltphase meiner Lobpreiszeit hat das keinen Platz. Weil wenn das passiert, wenn Menschen so reagieren, sagen, diese Phase gehört nur dem Guten, das Böse hat keinen Platz, dann werden wir eine gespaltene Spiritualität haben. Wir werden eine Sonntagsspiritualität haben und wir werden keine Alltagsspiritualität finden, in die das so eins zu eins übermünden kann. Und dann entsteht ein ganz großer Zwiespalt in unserem Leben. Um ein Missverständnis auszuschließen: Es geht nicht um die Reduktion von Spontanität und Leidenschaft. Es geht nicht um den Verlust von Unmittelbarkeit, sondern um den Gewinn. Glaube ist nicht das Mittel zum Verdrängen von Wirklichkeit. Glauben ist auch nicht nur das Mittel zum Bewältigen von Wirklichkeit, Krisen, Verlust, Krankheit, sondern der biblische Glaube ist die Fähigkeit, trotz des Leides, das ich sehe, das ich erfahre, trotz der Wirklichkeit an Gottes faszinierender Realität festzuhalten. Der Glaube hat nicht, was er sieht im Blick, sondern das, was er noch nicht sieht. Ich liebe Gott heute nicht weniger als mit 17 Jahren, aber unerschrockener. Ich habe mehr Wüstenzeiten, mehr Anfechtungen schon erfahren, und werde nicht von jedem Wind gleich umgeblasen, weil ich mich an die Nummern aller Versuchungen und Anfechtungen erinnere, die sich angesammelt haben im Lauf eines Lebens. Das, was Hiob erreichte, Maria Magdalena am Grab in der Begegnung mit dem Auferstandenen, war eine ganz neue Leidenschaft. Das Festhalten an der Person des Auferstandenen angesichts des eigenen Leides und das Leides der Welt. Die Theodizee-Frage wird nicht rational beantwortet. Die Frage nach dem Warum des Leides erfährt keine vernünftige Wegerklärung. Sie wird personal beantwortet. Der Blick auf Gott in seiner Liebe und Gerechtigkeit lässt mich ausharren und zuversichtlich sein. Uns allen wünsche ich in unseren Liedern und Texten eine neue Ursprünglichkeit. Ich versuche auch mal ein Fazit in Form eines Wunsches. Was singen wir, welche Inhalte, was sollten wir entwickeln? Ja, ich glaube, die Lieder, die wir haben, die sind alle gut, aber sie sind in ihrer Gesamtheit nur unvollständig. Auch ein Lied muss gar nicht verschiedene Aspekte haben. Es kann in eine Kerbe schlagen, einseitig sein. Aber dann brauchen wir eben andere Lieder, die das ausbalancieren. Wir brauchen eben nicht nur Lob, wir brauchen auch erstmal den ganz einfachen, im konkreten verwurzelten Dank. Wir brauchen die Bitte, die Klage und so weiter. Dann brauchen wir nicht nur den Blick auf Gott, sondern auch den Blick auf uns Menschen, auch auf das Zwischenmenschliche. Das ist auch verloren gegangen. Dann brauchen wir nicht nur das Ich, sondern auch das Wir. Also wir müssen eine Kultur schaffen, die mehr integrieren kann. Und wo dann nicht jemand so schnell sagt, ja, ist ja ein schöner Song, aber der eignet sich nicht für den Worship, für das gemeinsame Singen. Warum eigentlich? Warum kann man nicht mal was ganz anderes zusammen singen? Das sind oft die Lieder, die ein bisschen was Fremdes haben erstmal, die dann
Menschen treffen und dieses, was Juliane gesagt hat, ja, das ist mein Song, den hast du für mich geschrieben. Das passiert nicht mit den Standardsliedern, wo wir die Floskeln anderer nochmal wiederholen, sondern das passiert, wenn wir uns trauen, über das Übliche hinauszugehen. Ich bin einmal in einem Podcast gefragt worden, Arne, wo bringst du denn vernünftig Leid im Gottesdienst unter? Und offensichtlich ist das eine große Not, dass man sagt, ich würde ja solche Lieder gerne singen, aber ich weiß nicht so richtig, wo das andocken soll, weil unsere Gottesdienstliturgie einfach so klar ist und da gibt es diesen gemeinsamen Teil und der soll natürlich auch Celebration sein und so weiter. Wo hat denn das Platz? Und ich kann es nur als eigene Erfahrung nennen. Es klang vorhin an, meine Tochter ist 2014 gestorben bei einem Autounfall und ich habe kurze Zeit danach ein Konzert gegeben in Ostwestfalen und da hat ein Gottesdienstbesucher mir so ein kleines Holzkreuz geschenkt, so ein ergonomisch geformtes Holzkreuz. Und ich habe damals gerungen damit mit meiner Vorstellung, wie Gott ist. Viele Leidende erzählen, dass in der ersten Phase, wenn sie lange Zeit ihres Lebens geglaubt haben, dass der universale Gott ihnen nach wie vor sehr vor Augen steht, aber dieser persönliche, sich kümmernde und schützende Gott auch in Vergessenheit geraten kann oder man ihn nicht so richtig findet, man ihn nicht mehr so richtig verorten kann. Und mir hat es total geholfen, in dieser Zeit, gerade in diesen ersten Monaten, wo es auch um die Frage von Schuld geht, immer bei einem Autounfall gibt es solche Dinge ja auch, die Frage der persönlichen Schuld, dass ich, wenn ich selber nicht mehr weiter konnte, ich einfach dieses Holzkreuz in meiner Hosentasche umklammert habe und gesagt habe, Jesus, du hast dich für mich bis aufs Äußerste solidarisiert. Du kennst Leid in der Tiefe, wie ich es noch nie gekannt habe und wie ich es gerade erfahren muss. Und deswegen bist du mein Freund, bist du mein Zufluchtsort, weil ich dieses Kreuz umfasse. Und wenn ich mir jetzt unsere Gottesdienstliturgie anschaue, dann ist das Abendmahl für mich der perfekte Ort, um genau das auszudrücken. Wir haben so eine Lesart des Kreuzes, evangelikaler Art, die sehr stark die Erlösung betont im Abendmahl. Wir haben auch eine Lesart vielleicht charismatischen Zuschnittes, die sehr stark diesen Machtbeweis Jesu betont, dass Jesus den Tod überwunden hat, dass er die Sünde überwunden hat, dass er die Macht des Teufels zerschlagen hat. Und das ist eine Wirklichkeit des Abendmahls. Ich höre sehr selten von der Wirklichkeit, dass Jesus wie an keiner anderen Stelle jemals möglich seine Identifikation mit dem Menschen ausgedrückt hat wie dort. Dass er sich bis auf das letzte Hemd solidarisiert hat mit uns. Und dass dies eine ganz, ganz wunderschöne Brücke schlägt für Menschen, die gerade aktuell durch Leid durchgehen müssen oder Menschen begleiten müssen, denen das passiert. Und deswegen würde ich euch ermutigen dazu, bewusst auch in Verbindung mit euren Gemeindeleuten zu überlegen, was wären denn Lieder, die dort ausgedrückt werden können und die diesen Gedanken dort aufnehmen.